weg. Okay, Alter. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter, damit du ganz drauf bist. So bist du genau drauf. So bin ich genau drauf, ja. Okay, machen wir wieder wie letztes Jahr dein Intro? Ich weiß nicht. Aber damit, so Leute, nein, und herzlich willkommen! Wir brauchen Realität auf YouTube zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Mann ist gänzlich überfordert, aber ich nicht. Und deswegen gibt's heute das. Willst du auch mal kommentieren? Ich bin überfordert, ob das jetzt das wirkliche Intro ist. Das ist das wirkliche Intro. Das ist sehr peinlich. Aber ist eigentlich passend zu mir. Also von daher. Leute, wir haben hier horrende Summen an Feuerwerk. Ich würde mal sagen 1,5, 1,6, 1,7.000 Euro von Pyrolager. Und das werden wir hier in der festlich geschmückten Atmosphäre entpacken. Freunde, der kleine Zwerg fängt an, ja? So natürlich. Fangen wir eigentlich erstmal damit an. Das hier ging auf Pyrolagers Nacken. Vielen Dank dafür. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit diesem geilen Ding an. Nicht lang schlacken. Machen wir auf. Zack. Das ist nirgendwo richtig drauf. Nach vielen technischen Schwierigkeiten sind wir zurück. Wir sind nämlich keine Profis, Leute. So, es geht los. Seid ihr bereit? Ich bin's auch. Mensch, in einem Riakio-Karton ist Riakio drin. Man glaubt es kaum. Und eine Nico-Tischbombe. Sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall. Das fühlt sich an, als wären da Feuerwerksterne drin, aber das ist wirklich nur eine Tischbombe. So, Freunde der Sonne. Die Neuheit, Firma, die uns alle den Atem raubt. Riakio. Ja? Riakio Wolf. Eine wunderschöne Fächerbatterie. Was die macht, keine Ahnung. Aber wir werden es herausfinden. Ja, und weiter geht's auch mit Riakio. Ich sehe, es ist ein kompletter Riakio-Karton. Die Vortex 5. Man muss hierbei erwähnen, ja, das sind, glaube ich, meiner Meinung nach alles 1.3G-Artikel. Also ist da schon ordentlich Bums dahinter. Und Nummer 3 im Bunde. Auch ein wunderschönes Ding. Das erinnert mich so ein bisschen an Tschechen-Batterien. Hier ist ja oben wirklich so eine Folie drauf mit den Kalibern abgebildet, haben wir hier die Thunderbolt 1 von Riakio. Und weiter geht's mit dem nächsten Paket. Eigentlich würde ich ja gerne... Nee, mach das mal, mich interessiert das. Das kleine? Ja. Okay. So, nächstes Paket, klein und süß. Schauen wir mal, was drin ist. Glaube ich wirklich einfach nur eine Batterie drin. Und zwar von Riakio, wie soll es auch anders sein, die Dragon. Ich habe absolut keinen Plan, was die macht, aber das werden wir auf jeden Fall in Silvester herausfinden. So, ich mache nach dem Kleinen natürlich noch eins auf. Funke steht drauf, gucken wir mal, ob Funke drin ist. Nö. Wir haben einmal Blackbox, Blackbox Epsilon. Epsilon von Blackbox? Kann ich mich nicht erinnern, dass wir die bestellt hätten. Haben wir, glaube ich, auch nicht. Was? Ah! Four Stars Tropic? Ist deine. Zum Auflösen, das ist eine schöne Goldbatterie, sortenreine Goldbatterie. Hat sich dieser Herr hier bestellt und der weiß es nicht. Nee, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern, die bestellt zu haben. Und dann natürlich noch, boah, wirklich. Golden Spider von Pyro Century und nein, das ist kein Compound, das ist eine einzelne Batterie. Oh, du hast doch eine Spinne! Eine Spinne! Ah, weiter geht's. Mit diesem kleinen Baby. Wow. Das ist ja fast wie an Weihnachten. Ha! Ich sehe Blackbox! Ey, also Pyrolager, ihr habt irgendwie mit viele Kartons sind und immer nur zwei Batterien reinpacken, oder? Hui. Leslie, Hyperstorm. Ist eine Batterie aus der Royal X-Serie. Hat tatsächlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber sehr geiler Effekt, deswegen mal mitgenommen. Und jetzt haben wir was Großes, das ist ein Witz. Ha, stimmt, da war ja was. Ja, ey, wir haben, Spoiler an die Jungs hinter der Kamera, eher an Lennart, die ist extrem schwer. Die Böse und Gemein ist ein Urgestein von Blackbox. Wollten wir eigentlich fürs 0 Uhr Feuerwerk nehmen, haben dann aber andere Sachen gefunden, werdet ihr noch sehen. Aber die musste mit. Nächster Karton, der ist relativ schwer. Schauen wir mal, was wir da so
Feines drin haben. Ich sehe Argento. Du hast eine Menge Argento. Guck mal, wie klein die Red alle ist. Lol. Okay, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier eine Orchid. Wunderschönes Design von Argento hier. Wir haben eine Veronica. Auch wunderschönes Design. Primavera, das was auf dem Karton stand, haben wir auch mit drin, ne? Und noch eine Akira. So, dann haben wir natürlich ein wenig Zündmaterialien hier, ein bisschen Visco, ein bisschen Anzündblitze. Was sind das? Ach! Ach hier! Haha, von JGWB, richtig schön. JGWB Triumphfontänen. Unfassbar schön. Boah, also Alter, also Wahnsinn. Eigentlich was für die Vitrine. Deswegen ja auch zweimal bestellt. Und zu guter Letzt relativ klein. Nee, lol, das ist... Lies mal richtig, was das ist. Achso, Cool Beauty. Naja, gut, verschätzt. Na dann. Na dann, falsch geleitet hinter der Cam. Ich dachte, es ist das, was gesagt wurde. Eine sehr schöne Batterie mit super geilen bunten Effekten. Freut euch da mal auf das Video drauf. Wenn die so kommt wie im Video, wird geil. Der POV Don. Übrigens, ihr seht mal so ein bisschen die Ausmaße hier. Ich würde mal sagen, POV-mäßig bist du mein Favorit. Also komm her. So, jetzt werden wir mal richtig schön hier lang sliden. Also für die Aufnahme, Leute, ne, ihr wisst Bescheid. Aha, so, Leute. Genau, holen wir erstmal das natürlich raus, was uns hier am meisten anschaut. Und zwar ein kleines Bulkpack von den Thunderlords. Ja, das sind so eine, ja, wie man sie heutzutage schon kennt, seit einigen Jahren neu, diese, ja, Crackling-Feuertöpfe, die einfach nur so Crackling rausschießen. Gleich auch mal 40 Stück. Weiter geht's mit Totenköpfen. Oh je, oh je. Gegner, was haben wir denn hier? Ha? Grüß dich. Hatte ich noch nie. Auch mal sehr gespannt, was aus denen rauskommt. So, ja, geil, eine Anzündlunte. Ja. Danke dafür. Und was natürlich in einer 1.3G-Bestellung nicht fehlen sollte, sind auch natürlich geile ABA-Bombenrohre. Hier habe ich mich für den Hyper Cannon entschieden, weil es war, glaube ich, auch meiner Meinung nach der einzige. Das ist meiner Meinung nach auch die einzige oder das einzige Bombenrohr in 1.3G. Was wir hier haben, ist im Grunde einfach nur ein Single-Shot mit, ich glaube, 3 oder 5 Rattern. Ne, nicht Rattern, sondern Vogelschreck. Vogelschreck oben. Ja, warum heißt denn das Ding wahrscheinlich wohl Hyper Cannon 5? Also manchmal denke ich mir bei mir, ich bin blöd. Sehr interessant, bin ich mal drauf gespannt. Vogelschreck bekommt man ja so ein eher nicht. Und weiter geht's. Ach, Vogelschreck passt gerade sehr gut. Ach, was eine Überleitung, ist ja mega. Haben wir hier von Stortraid. Von Stortraid, Grüße an Markus von Röder übrigens. Die Vogelschreck-Raketen. Hatte ich noch nie selber. Deswegen jetzt bestellt. Sind so klein. Schaut das mal an. Hier. Mega geil, ne? Also dieser typische Kreichaufstieg mit einem Salutknall oben. Mega gut. Und dann... What the fuck, was ist denn Ditter? Also kann ich mir gar nicht dran erinnern. Duplex Cracker Rain? Egal, sag ich es doch. Ah, ich glaube, die haben wir uns doch bestellt. Irgendwie an die Hälfte kann ich mich nur noch erinnern. Ich glaube doch, da war irgendwas. So, und jetzt, Freunde, ihr seht's. Jetzt wird's interessant. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier das Candle Barrage Nummer 1 vom George. Grüße gehen raus. Ich kenne keinen George, aber Grüße gehen raus. Ist im Grunde ein römischer Lichterverbund, der so eine, ja, Silberwirbel nach oben schießt und hat dann noch so einen Crackling-Auswurf. Ich muss es ehrlich zugeben, hier habe ich mich ein bisschen inspiriert an Preußen Münster. Junge, falls hier Preußen Münster-Fans zuschauen, DFB-Pokal, erste Runde gegen Bayern. Ja. So, ich habe gerade noch was entdeckt. Ja! Yeah. Ey, Pyrolager, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Goodies. Der fühlt sich aber sehr billig an. So, gib mal, ist hier noch was versteckt? Nein. Okay, machen wir diese Klappe mal auf. Hopp. Oh mein Gott. Ey, aber wirklich Ehre. Mega geil. Ein Schreibblock. Gemeinsam für das Feuerwerk. BVPK. Ich kann es immer nicht aussprechen. What the fuck? Ja, Flyer-Gedöns, ganz viel Flyer. Ich kann eh nicht lesen. Gut, dann haben wir hier noch ein was. Oh, nee, zwei was. Da ist da noch was versteckt? Ist hier einmal die Valentina. Ich weiß nicht, ob die so ausgesprochen wird. V-Valentina, ich denke mal schon. Ja, ist, genau, ich wollte gerade sagen, soweit ich das weiß, aus der Sowjet-Shooters noch was. Auch mal sehr gespannt auf das süße Gerät hier. Und, was bist du denn? Okay, das ist gratis, Leute. Habe ich, boah, keine Ahnung. Lunatic.
Vielleicht doch bestellt, keine Ahnung. Ey, sorry für meine Kommentierkünste. Ich weiß es nicht. So, aber was haben wir da noch als allerletztes? Ach, wunderschön. Okay. Hier ist die Scuba von Volt. Ja, das ist eine schöne DKS. Ist ja alles von der Belichtung beschissen. Das ist eine richtig schöne neue Batterie mit so richtig geilen Goldwirbeln von Volt, wie schon gesagt. Ja, relativ preisintensiv bei 30 Euro für eine 500 Gramm Cake, aber geht heutzutage auch teurer. Ja, und jetzt kommt das letzte Paket. Letzter Karton. Machen wir mal auf das Ding. Geht von alleine gefühlt schon auf. Das ist der Karton, der im Vorhinein... Nee, wurde gar nicht. Ich hab Scheiße erzählt. Egal. Da sind schon wieder Dinge dabei, von denen ich... Was zur Hölle? Was ist das? Irgendwas von Glas... Parachute Rock? Die haben wir nicht bestellt. Die haben wir nicht bestellt. Also entweder ist es gratis oder... Das wüsste ich. Da wurde irgendwas vertauscht. Egal, ich denk mal auf das Gute und es ist gratis. Auf jeden Fall falsche Raketen von Blackboard. Classic. Whatever. Okay. Wir haben nochmal Argento Plasma. Ah. Ja, die haben wir definitiv bestellt. An die kann ich mich auch erinnern. Ja, sag doch auch mal, guck dir mal genau an. Siehst du was? Ist es das neue Design? Wir haben das alte bestellt und bekommen das neue. Stimmt, ja. Sehr schön. Zeig doch mal an. Ja. Blutplasma. Okay. Ah, ja. Sehr gut. Ja, ja. Genau. Ne? Ja, scheint so. Nimm mal das große raus. Das ist das, was wir nämlich... Nee, das andere große, was wir am Anfang wollten. Ha! Die Red Alert. Die macht Alarm. 1.4G. Okay. Und, sag mal, was macht die so? Ja, Salut. Auf jeden Fall. Hatte die Blinker? Ich glaube, das war ein bunter Blinker. Als Aufstieg. Würde auch Sinn machen bei Red. Dann haben wir noch eine Böse und Gemein. Zweimal bestellt. Von Blackbox. Ach. Stimmt, wir haben ja zweimal bestellt, ja. Sorry, ich habe am Anfang Scheiße gelabert. Das war doch 0 Uhr. Ja. Upsi. Ja, böse und gemein. Aber da kommt definitiv was, was wir bestellt haben. Ich sehe es schon. Oh ja. Auf jeden Fall. Ja. Die Pyro Union Schallerzeuger. Die geilen Dinger. Die mussten nochmal mit. Die waren nämlich richtig cool. Kannst du dich an die erinnern? Ja, sicher. Ganz sicher. Waren geil. Und du auch? Ich habe einen harten. Und eigentlich auch sehr geil von Die Blasio Elio. Blitzkartusche Cobra 1 in P1. Das Ganze auch. Mit 1 Gramm BKS. Statt die Cobra P1 nur mit 0,5, also klein mal das Doppelte. Jawohl. So, wir haben noch ein was offen und zwar sind das diese Wand an Verbünden. Fangen wir mal mit dem Kollege an, die Silvery Cloud. Ja, will ich jetzt mal nicht zu viel spoilern. Ist eine extrem interessante Batterie, die wir entdeckt haben. Ich und der Typ im Licht. Oh ja. Mit so einer drei Stufen. Ja, Riakeo natürlich, die Vengeance, die Exodus. Zwei wunderschöne Verbünde, alle in 1.3G. Und dann ein wunderschönes Ding, Ultimum, wow, auch riesengroß. Ein kleines Highlight dieses Jahr, die Paranoid 2. Für 0 Uhr haben wir uns nicht lumpen lassen und haben natürlich dreimal die Stern mehr. Die kommt auch richtig fett auf Schlag, wie soll es auch anders sein. Und zum Schluss haben wir eine wunderschöne Peking Opera 2. Und ja, Freunde, das war's mit dem Unboxing. Hat's dir gefallen? Also mir hat's auf jeden Fall gefallen, ich finde, aber es ist viel zu wenig Feuerwerk eigentlich. Es hat sich überhaupt gerade rausgestellt, dass alles, auch die Fallschirmraketen, das war einfach tatsächlich gratis. Und alles, wo wir irgendwas angemosert haben, war wirklich alles bestellt. Also Pyrolager hat hier wirklich exquisite Arbeit geleistet, Leute. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und...